Ho, ho, ho. Ho, ho. Ja, was ist denn das? Knecht Rauchrecht. Eine Shisha. Zu Weihnachten. Richtig. Da brauchen wir ja gar keine Geschenke mehr austeilen. Das ist ja eine Sache. Knecht Ruprecht, du hast ja aber einen guten Winterspeck aufgelegt. Ich bin der Nikolaus, du Fisch. Ich wollte nur wissen, ob du aufpasst. Ich bin Knecht Rauch. Du bist Knecht Rauchrecht. Ja. Ja? Ich bin der Nikolaus. Oh. Hast du dir dieses Jahr den Bart anders geschnitten, oder? Du siehst richtig scheiße aus. Ich habe irgendwie keine Rasierklingen mehr. Ach so. Was soll ich dann sagen, ja? Nein, nein. Aber die Shisha schmeckt gleich nach Geschenken. Das ist ein sehr gutes Geschenk. Von wem haben wir denn die? Was ist denn hier oben? Eine Kamera. Aha. Dann wünsche ich natürlich allen Zuschauern ein frohes Weihnachtsfest. Lasst euch schön beschenken. Wir haben uns jetzt gerade beschenken lassen im Raum des Rauches und sehen, wir haben hier eine schöne Shisha. Weißt du was? Wir lassen einfach die scheiß Geschenke liegen und rauchen hier den Kopf. Ja? Genau, da Die haben wir Kinder noch müssen mehr warten, davon. ja. Genau. Naja. Die Kinder müssen halt auf den T-Shirt-Tabak ein bisschen warten. Ja, und was haben wir denn heute eigentlich drin? Heute haben wir Alfacher, glaube ich, drin, ne? Ein Christmas-Mix? Nein, Nein. ich glaube nicht. Was haben wir denn da drin? Heute haben wir was ganz anderes drin. Was ganz anderes? Er schmeckt nicht schlecht. Das Nein. könnte Mango sein. Das könnte Mango sein, richtig. Wir haben auch Mango heute in dem Kopf drin. Wir müssen mal schauen. Nein. Nein, nein. Ah, da ist er ja. Riecht sehr, sehr lecker. Oh, sehr intensiv, sehr süß. Ja, die Shisha-Freunde wollen es bestimmt auch sehen. Wir haben heute hier einen Alfacher-Tabak. Einen ausländischen aus dem Weihnachtsland. Da wo es zum Glück keinen Schnee gibt. Und ja, der riecht sehr gut. Wir rauchen heute in der Saphirpfanne mit der MPS, sehe ich gerade. Hat mir gerade das Christkind zugezwinkert, zugetwittert. Rauchentwicklung ist sehr gut. Weißt du was? Wir rauchen einfach weiter und lassen die HL die Päckchen ausliefern. Das wäre eine Möglichkeit. Dann können wir hier so richtig durchzünden. Und wir haben unseren Spaß und die Kinderlein bekommen auch ihre Geschenke. Sehr gut. Der Tabak schmeckt sehr gut. Kann man gleich mal sagen. Schmeckt sehr fruchtig. Hat was Exotisches auf jeden Fall mit drin. Ja. Sowas kenne ich gar nicht. Sehr leckerer Tabak. Bei mir gibt es normal nur immer Zimt und Apfel und den Scheiß. Und Mandarine. Mandarin. Vielleicht ab und zu auch mal eine Nuss. Nuss-Nougat. Da haben wir ja genau das richtige Zimmerlein erwischt. Sehr, sehr Gott gut. sei Dank haben wir in diesem kleinen Dorf mal einen Stopp gemacht. Hohoho. Aber schade, dass wir Big Tobi und Shisha Olli draußen festbinden mussten. Die wollten uns hier nicht reinlassen. Naja, haben sie Pech gehabt. Da kann man nichts machen. Nein. Knecht Ruprecht, Knecht Rauchrecht und den Nikolaus muss man reinlassen. Ja. Und dann machen wir einfach das Review und gut ist, ne? Okay. Zu Weihnachten noch ein schönes, leckeres Review für euch. Da kann man wirklich nicht meckern, ne? Das ist wirklich ein sehr schöner Tabak, lecker, sehr guter Schnitt, raucht sehr gut, schmeckt sehr fruchtig. Was würde Knecht Rauchrecht sagen? Kommt der an Mango ran oder was sagst du? Mango? Olive. Olive? Nein.
Er kommt. Also, es ist ein sehr leckerer Tabak. Also, den würde ich sehr viel öfters auch rauchen. Er ist sehr gut. Und was ist das für ein Tabak? Schon Mango. Einfacher Mango. Richtig. Ja, Mango-Tabak gut. Mango-Tabak sehr gut. Schmeckt sehr lecker. An euch alle im Weihnachtsland. Ihr könnt den auch gerne kaufen. Er ist sehr lecker. Bekommt von uns beiden auf jeden Fall 5 Weihnachtssterne. Ja. 4 Kerzen, Adventskerzen. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und zu kaufen, wer Beziehungen hat ins Weihnachtsland, kann da gerne fragen. Ansonsten müsst ihr halt in die Shisha vorhin schauen. Und ja, dann rauchen wir natürlich noch ein bisschen. Und dann schauen wir, dass wir wieder Rudis alte Rentier rauskriegen und dann gehen wir zurück. Ja, der hat irgendwie halt Feuer im Kreuz. Aber den werden wir schon zum Fliegen wieder bekommen. Kein Problem. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Wir sehen uns natürlich. Ich werde euch natürlich auch ein paar Geschenke verteilen. Unterm Weihnachtsbaum. Das Christkind ist schon unterwegs. Und dann wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit. Macht es gut. Knecht Rauchrecht und ich verabschieden uns. Macht es gut. Bis dann. Bis nächstes Jahr. Auf Wiedersehen. Guten Rauch. Ho 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 ho